jetzt haben wir, als erstes haben wir jetzt Distance Control, also dass wir auf kein Auto mehr aufhören. Bitte in 3 Kilometern den linken Spuren folgen. Und jetzt ziehe ich den Tempomat noch zweimal und bing bong macht das und jetzt fährt das Auto autonom. Ich habe keine Hände mehr am Lenkrad und es folgt diesen Spuren und hier, ja, ich lenke nicht. Okay. Tja, ich bin der Michael, das ist der Andreas. Wir sind das Team Bremerhaven und wir freuen uns, die Perle an der Weser quer durch Deutschland bis in die Schweiz zur UN tragen zu können und hoffen auf viele, viele Besucher in Bremerhaven und im Klimahaus und in den Hafenwellen. Warum fahrt ihr mit bei der Wave? Damit wir den Ungläubigen da draußen zeigen können, dass man auch mit Elektromobilität von ganz Norddeutschland nach ganz Süddeutschland kommt. Und worauf freut ihr euch am meisten? Ja, am meisten auf die Kontakte, die man hier knüpft, ja, um solche Projekte dann vielleicht auch in Bremerhaven umsetzen zu können und dann auch Ansprechpartner zu haben, die einem helfen, in Bremerhaven die Struktur die Ladestruktur aufzubauen oder. Also das ist so das, was ich mir...